Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn Frauen wie Männer wären, würden sie sich dann den Bart abrasieren und wieder anmalen? Ich bin an Stellen müde, da kommt Schlaf nicht mal hin. Wichtigste Regel in der Ehe: Appetit kann man sich woanders holen, aber gehungert wird zu Hause. Tipp von Experten: Sollte der Kaktus häufiger mal durchs Zimmer laufen, dann könnte es sich um einen Igel handeln. Dieser Moment, wenn du völlig fertig vom Feiern kommst und dir die Omas in der Straßenbahn einen Platz anbieten. Wenn dich ein Mann wegen einer Jüngeren verlässt, dann ist er an den Wendepunkt seines Lebens gekommen. Klopapier gekauft, wieder 3 Euro für den Arsch. Ich versuche es jetzt mit einer Wodka-Diät, damit verliere ich 3 Tage in einer Woche. Wenn ein Blitz in ein Elektroauto einschlägt, ist es dann wieder aufgetankt? Neu auf Disney Plus, The Mandalorian. Halb Mann, halb DeLorean. Irgendwie kommt der Bus heute gar nicht. Vielleicht sitze ich aber auch einfach müde auf der Bettkante, wer weiß das schon. Arbeiten ist ein super Konstrukt, da kann man immer seine Miete bezahlen und muss erst im Alter auf der Straße leben. Was hat der Schwabe, was der Berliner nicht hat? Eine Eigentumswohnung in Berlin. Wenn ein Diebespärchen Kinder bekommt, heißen sie dann Klaus und Claudia? Niemand lügt so schamlos wie eine Waschmaschine, die behauptet, in einer Minute fertig zu sein. Manchmal habe ich einfach nur mit jemandem Sex, damit ich nicht der Einzige bin, der einen beschissenen Tag hatte. Ich weiß, dass ich kein Adonis bin, aber als die Prostituierten auf dem Strich so getan haben, als würden sie auf den Bus warten, als ich vorbeikam, das hat mich schon verletzt. Peinlich ist, wenn man mit einer Morgenlatte gegen die Wand läuft und sich dabei die Nase bricht. Ein Orgasmus erleben, bei Frauen, der ganze Körper vibriert, im Inneren der Vagina spielt eine Mini-Coverband I'm so excited, alle Hormone liegen sich in den Armen, bei Männern, plump. Hat eigentlich schon mal jemand ein Porno komplett von Anfang bis Ende angesehen? Verletzungen bei Kindern, Knie aufgeschürft, Nasenbluten, Ellenbogen gestoßen, blaue Flecken. Verletzungen bei Erwachsenen, Rücken vom Sitzen, Zerrung vom Schlafen, Erkältung durch Zugluft, Fuß beim Aufstehen verstaucht, Tennisarm vom Masturbieren. Was ist das beliebteste Gemüse bei Sanitätern? Rettich. Wenn es im Weltall Vampire geben würde, dann müsste man sie wohl auf Pluto suchen. Warum hast du dir ein Loch in den Regenschirm gemacht? Na, damit ich sehen kann, wann es aufhört zu regnen. Wenn 2 Delfine heiraten, schwimmen sie dann in die Flipperwochen? Die Muskeln von Katzen nennt man übrigens Mizeps. Wie nennen wir die Zahl nach 99? Katze, ein Katzert! Hund, ich hab da eine bessere Idee. Was war Immanuel Kant, bevor er Philosoph wurde? Unbekannt. Wo leben arme Italiener? Im Spaghetto. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.